Ja moin, ich bin's, euer Lagunula 15 und ich präsentiere euch hier ein weiteres Video der Reihe Schiffs- und Kapitänsgelung. Sollte das Video hilfreich für euch sein, lasst mir bitte ein Abo und ein Like da. Wäre natürlich auch nice, wenn ihr abends auf meinen Twitch-Streams vorbeischaut. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Nun nicht weiter der vielen Worte. Viel Spaß mit dem Video. Kleber, gehen wir direkt mal in die Munitions- und Verbrauchsmaterialien. Da haben wir hier einmal den Standard drin. Da gibt es noch nicht viel auszuwählen. Gehen wir mal rüber in die Module. Da habe ich einmal drin die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Die Motorboost-Modifikation 1, die es in der Waffenkammer für Kohle dann zu kaufen gibt. Die Torpedowerfer-Modifikation 1, um die Torps ein bisschen schneller zu machen. Steuergetriebe-Modifikation 1, weil man hat natürlich keinen Smoke, man eine relativ schlechte Sichtbarkeit. Und dadurch muss man mit seiner hohen Geschwindigkeit dann schon ein bisschen mit dem Ruder arbeiten. Und deswegen habe ich das drin. Die Tarnsystem-Modifikation und das Nachladen für die Hauptguns. Dann haben wir als Captain auf der lieben Kleber den Herrn... Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Oh boy, no. der hat ein paar sehr nützliche Traits. Zum einen erhöht er die Brandwahrscheinlichkeit, sobald man Zonen erobert oder bei Eroberungen hilft. Wenn man viel potenziellen Schaden tankt, und das tut man auf jeden Fall mit der Kleber, ob man den jetzt... potenziell an sich vorbeiziehen lässt oder man den abkriegt. Liegt natürlich an einem selber. Aber bei ab 2 Millionen potenziellem Schaden erhöht sich hier die Schiffsgeschwindigkeit nochmal. Und dann geht es halt richtig ab. Die Errungenschaft vernichtender Schlag, das heißt, wenn man mal richtig zulangt, reduziert dann nochmal die Ladezeit der Hauptbatterie und der Torpedowerfer, was auf der Kleber auch wieder irrwitzig ist. Jo, dann hat er hier noch den speziellen Trade, dass er da anstatt 350 Trefferpunkte 400 Trefferpunkte mehr hat pro Stufe, ne, wenn man diesen Skill auswählt. Ich habe hier in der ersten Reihe vorrangiges Ziel und präventive Maßnahmen. Habe hier den Elite-Schützen und mit letzter Anstrengung. Ich habe es auch mal ohne Elite-Schütz probiert, das macht aber relativ wenig Sinn. Dann die Schießgrundausbildung, welches die Hauptguns auch schneller nachladen lässt. Das schnellere Nachladen für die Torpedowerfer. Halt hier den speziellen Trade des Herrn Oboino und halt Tarn. Ne? Das ist somit meine Kleber. Ein absolutes Monster, vor allen Dingen gegen Kreuzer im Nahkampf mit AP. Das Ding ist einfach nur krass. Ja, viel Spaß damit. Ich hoffe, es konnte euch in irgendeiner Form hilfreich sein. Lasst mir auch gerne ein Abo und ein Like da. Ansonsten, schönen Tag noch.